Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wildflowers. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier ein bisschen was gemacht. Genau, die Kupferessenz. Die Geisterflamme wollte ich damit machen. Genau, das war's. So, die braucht wie lange? 8 Stunden. Das heißt, abends könnte man die theoretisch mitnehmen. Huch, Kim, hast du mich jetzt erschreckt? Hey, great news. I sold most of the meat from your animal, but there was some left over. Here, you can have it. Dreimal Hühnerfilet und zwei Hühnerfedern. Oh, das ist aber nett. Dankeschön, Kim. Und sie ist jetzt ein guter Freund. Das ist cool. Also scheint doch was zu bringen. Jetzt muss ich mal eben schauen. Neues haben wir noch nicht. Genau. Ich muss nur schauen, dass ich jetzt wirklich das linke mache. Das hatte ich später reingemacht, ja. So, dann nehmen wir noch schnell die Orangen. Und hier ist auch was fertig, glaube ich. Nein. Nee, 12. Ach so. Da ist ein Ausrufezeichen drin. Ach so, das ist das Bäumchen, was ich sehe. Okay, verstehe. Die Reben scheinen auch fertig zu sein. Perfekt. Das heißt, hier machen wir wieder neue rein. So. Die sind auch fertig, aber er zeigt mir wieder was anderes an. So. Machen wir dann natürlich auch wieder neue Trauben rein. Jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, 4 Trauben haben wir bekommen, ne? Sehr, sehr geil. Okay. Das heißt, theoretischerweise. Ja, perfekt. Wir können auch direkt Wesley neuen Wein bringen. Sehr schön. Ah, es ist toll. Okay. Dann schauen wir hier jetzt nochmal kurz nach, ob wir noch Unkraut finden. Perfekt. Das heißt, da können wir dann auch nochmal was machen. So, da noch was. Und 2 sogar. Heute ist echt unser Glückstag. Sehr, sehr geil. Das heißt, wir können nochmal 2 neue reinmachen. Oh, ah, da unten habe ich gerade gesehen, da war auch noch was. Sehr cool, weil dann können wir mich direkt noch ein drittes reinmachen. Dann haben wir seit langer Zeit nochmal alle hier ausgefüllt. Wenn auch nur für einen kurzen Moment. Halt, stopp. Die muss ich nochmal kurz auffüllen, weil wir müssen ja in der anderen Welt was machen. Hey, Jiva, du kommst mir nicht einfach so drumherum. Now that it's turned cooler, I really am enjoying the onsen. I know it wasn't built specially for me, but it's so secluded that it feels like it was. Isn't it a wonder that nature can provide a marvelous hot spring like that to bathe in? Ich finde es auch geil. So, Kitty dürfen wir nicht vergessen. Oh, what a good purr. Haben wir hier oben noch was zum Einsammeln? Nein, natürlich wieder nicht. Dann gehen wir mal weiter. Mal gucken, ob wir heute wieder Rezepte kriegen oder ob wir in Anführungszeichen nur Is Gold it? rauskriegen. It is a recipe. Zimtplätzchen. Ja, sehr cool. Und noch mal was Gold. Und schauen wir hier noch mal. Ah, da ist eine Mandel. Ein Tannenzapfen und noch mal ein Stein. Oh, es ist wieder Bärentag. Es ist Bärentag. Sehr schön. Brombeeren. Haben wir wieder genug, damit wir den Vorrat wieder auffüllen können, wenn wir mal wieder kleinere sauber machen müssen. Das ist sehr gut. Hier oben ist noch eine Stelle. Da das die dritte ist, nehme ich mal an, dass das dann auch die letzte Stelle ist. Aber wir haben oben noch einmal Brombeeren bei ihr, ne? Glaube ich. Ja. Okay. Und schauen wir unten rechts in der Ecke noch mal eben nach, ob da noch irgendwas zum Pflücken ist oder so vielleicht. Und dann sind wir hier quasi auch schon fertig.
Da ist aber nichts zum Pflücken, ne? Na gut, dann halt nicht. Nein, gehst da rüber. So, dann haben wir den Bereich schon mal durch. Freue ich mich doch. Und wir haben 9 Uhr, das heißt, wir sollten noch nicht drüber gehen. Das heißt, wir kümmern uns mal wieder erst um die Tiere und darum, die Eier einzusammeln. Aber nein, irgendein Huhn kommt immer von der Seite angeschossen, damit man das Ei nicht einsammeln kann, sondern erstmal das Huhn füttern muss. Dann müssen wir uns dringend jetzt auch ein neues kaufen. Weil die sind ja jetzt nicht mehr auf Maximum. Ich hoffe jetzt nur, wir haben jetzt, was haben wir denn jetzt? Dienstag, Mittwoch? Dienstag, glaube ich, ne? Nee, Mittwoch schon. Dann hoffe ich, dass der auf hat. Nugget haben wir, glaube ich, abgegeben, ne? Zum Schlachten. Oh, armes Nugget. Eigentlich will ich ja gar keins davon abgeben. Wobei ich sagen muss, man kann da schon gut Geld mitmachen. Also wenn man mal eben Geld braucht oder so und Kim auf hat, dann kann man auf jeden Fall was verkaufen. Weil, was hat die jetzt? 268 oder sowas? Hat das Huhn uns gebracht? Das war schon eine Menge. Klar. Normalerweise würde ich lieber Fischstäbchen nehmen. Wer von euch ist jetzt was? Okay, das war die richtige. Ihr müsst doch nicht hier pärchenweise laufen. Also ganz ehrlich. So, dann schauen wir mal. Ein braunes. Dann das andere braune ist gerade drinnen. Hi, nicht weglaufen. Wir brauchen auch deine Wolle. Eigentlich hätte ich Schneeflocke ja zum Schlachter bringen müssen. Immerhin. Ist das total bescheuerter Name für ein braunes Schaf? Aber gut, irgendwie hatte ich im Kopf, dass ich da... Das war jetzt das Schwarze, ne? Nein, jetzt hat er mir das andere doch geholt, oder? So. Irgendwie hatte ich im Kopf, dass das noch ein weißes Schaf wird. Keine Ahnung, warum ich das gedacht habe. Weil Wolle, ne, assoziiert man ja normalerweise eigentlich mit Weiß. Also beziehungsweise Schafswolle. So, Butterblume, dich würde ich um kein Geld der Welt verkaufen. Vor allen Dingen um kein Geld der Welt. Ach, da ist mal ein bisschen Matsche in der Birne vom Kranksein und schon kann man nicht mehr reden. Deutsche Grammatik, was ist das? So, hier unten haben wir nichts mehr. Da haben wir, glaube ich, schon, haben wir da geguckt? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall ist da nichts, ne. Na gut. Dann gucken wir mal, dass wir hoffentlich noch ein neues Huhn kaufen können. Er hat auch keine Quest für mich, aber eine Besenheide. Oh ja, er ist da, sehr schön. Hi. So, ach so, dann geht er wieder mit mir nach oben, ne? Moment. Machen wir da mal eins mehr. Und ein Hühnchen. Obwohl, wenn ich es überlege... Nee, oder habe ich das für 600 verkauft? 600 könnten... 628 oder so. Das könnte eher sein. Here is your animal. Now, what would you like to call her? Glucke. Lefty. That's definitely a name. Hallo? Ich will meinen Huhn füttern. Hau ab. Also meinen Küken. Bisher noch kein Huhn. Ah, sehr schön. Jetzt fangen wir schon wieder von vorne an. Ich hasse sowas. Das Einzige, wo ich das eigentlich immer ganz gut finde... Achso, da waren wir jetzt auch gar nicht. Oh, Moment, da ist noch was fertig, ne? Ja, geh rüber, los. Da haben wir jetzt nichts mehr für. Nee, okay, dachte ich mir schon. Das Einzige, wo ich das ganz gut finde, ist bei Teso. Also da fange ich ja irgendwie ständig neu an. Mittlerweile nicht mehr. Ah, jetzt hat sie offen. Sehr geil, sehr geil.
My versorium! Oh, thank you so much. I can't believe you kept experimenting this whole time without it. Ah, goblins build up resistance to electrical shocks over time. Oh, but the big currents still make me sit straight up, I'll tell you what. I appreciate you giving me a hand. Okay. Als Belohnung erhalte ich Energieerhöhenzauber. Sehr schön. Dullness binds my body tightly. Awaken me and make me sprightly. Ach so, ich wollte gerade sagen, habe ich die jetzt nur aufgefüllt? Aber nee, stimmt, die ist tatsächlich hochgegangen. Das ist ja cool. Das ist richtig geil, vor allen Dingen, wenn ich dann mal wieder irgendwo in der Mine bin oder so. I don't understand why humans have to have elections. How do goblins pick a leader? We all take turns serving on the Goblin Council. You gotta do your part, but now that I'm the only goblin in Ravenwood Hollow, I'm happy to let Perry keep that gear turning. Ja, die ist ja mal wieder nicht da, denke ich mal, ne? Doch, die ist diesmal da, nur er ist nicht da. Ja gut, ihn findet man recht gut. Er sitzt dann ja immer auf dem... ich wollte gerade sagen, wo ist sie denn jetzt? Hat sich versteckt hier. I've lived on this island for so long, centuries in human time, and I still find new herbs on occasion. It's astounding. Astounding? Okay. Er ist auch da, sehr schön. I asked Zephyr to help make a whirligig to help clear the last snares and traps that hunters left in the mountain pass. She said she was busy. But I just took some chocolate and whipped up a batch of brigadeiros, and she suddenly had all the time in the world. Aha, aha. So, auch sie kann also bestochen werden. Schon verstanden. Dann müssen wir uns jetzt noch aufmachen und Wesley suchen. Ein Huhn habe ich gekauft. Da können wir dann von mir aus die Runde nach unten gehen. Ach so, haben wir hier unten noch irgendwas, was... Nee, ist nichts gerade reif. Okay. Nee, die haben wir schon geholt. Drum, drum, drum. Die brauchen wir auch nicht. Oder haben die irgendeine Quest? Nee, ne? Nee, okay. Dann Wesley ist normalerweise hier unten. Wesley, mein Schatz, ich komme. Ich bringe dir noch mal eine Weinflasche mit. Hey. Oh, I can't wait to drink some of this while reading the latest detective novels that came in. Ich würde ja gerne mit dir lesen, Wesley. Shelby's a tough nut to crack. He hardly mentions the past, but I can sense he's led a unique life. Our elders live on through their stories, so I'm going to keep trying. Wo wir gerade von Shelby reden, es tut mir leid, Wesley, aber ich muss dich kurz stehen lassen. I'm not sure that I'm ready for my first winter on the farm. It's going to be a long one. But you'll do fine. You're ready, Tara. Your Gram made sure of it. Naja, sie hat sicher vieles vorbereitet, aber... Hey, Tara, what's up? I'm packing up a batch of ikura and ice to send home to my sister and her baby later. Do you usually send a baby fish eggs? Yeah, it's a perfect baby food. All the omega acids for little growing brains. My dad used to make us chirashi bowls with ikura and fresh uni. I'm totally doing the same for my little ones someday. Okay. Du wärst ein guter Elternteil, ja. Erstmal bräuchte sie dafür einen Mann, aber sie ist ja lesbisch, so wie ich es mitbekommen habe. Ich glaube, sie hat es auch mal erwähnt, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Also gut, brauchen, ne? Es sei denn natürlich, sie adoptiert irgendwie ein Kind. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so als guter Elternteil nennen kann, wenn man Fischeier, kleine Babys. Aber wir sagen es mal. I bet she'll be a great parent.
Jess will have to keep the knives up high. Oh, yeah, no doubt. My parents were militant about us staying out of the kitchen after my sister got too close to an open flame and the end of her ponytail caught on fire. I got to dump a glass of water on her head with no repercussions, though, so that was awesome. I gotta say, this would be a pretty idyllic place to raise a family. I can see why Hazel chose it. Maybe you came back because you feel the same way. I haven't really thought about that stuff yet. I'm still trying to get the farm in order. Well, I bet when the time comes, you'll be a great mom. If that's what you want. Ja, und wir haben wieder ein Herzchen mehr mit ihr. Können wir nochmal mit ihr reden? Also normal reden? Nee, das sah jetzt nur so aus, weil das so gelb war. Wer ist denn jetzt hier gerade draußen vorbeigelaufen? Das sind die Kinder. Ja, ihn habe ich jetzt auch auf Maximum. Okay. This morning, I found Finn making a little shelter out of pieces of wood that Parker had left lying around. I asked him what it was for, and he said it was for animals that needed a break from the wind today. I may be biased, but is that not the sweetest thing you've ever heard? Ja, auf jeden Fall. Ach ja, Köder dürften wir noch genug haben. So, Moment. Er ist auch noch nicht voll, ne? Doch, er ist voll. Oh, er ist voll, okay. A windy day like this is beautiful, but it also shows us how easy it is to fall into the valley of disillusionment. Look at all the leaves on the ground. You don't want to end up crunched underfoot, do you? Seltsame Metapher, okay. So, sie hatten wir schon, das heißt, wir können mal mit ihr sprechen, wenn sie denn... Hey, Sophia. What's new? Nothing. Absolutely nothing. Ugh, I'm so bored with my menu, I could cry. Well, why don't you add some new recipes? Oh, do you have any ideas? Did you inherit Hazel's gift in the kitchen? Nope, not me. I didn't inherit anything. Oh, well, that's too bad. Well, if you do have any food items you want to sell, let me know. I'll buy it if I can sell it in the cafe. At least then there'll be some variety. Ja, mache ich gerne. Vor allem Fischstäbchen. Ach so, dich haben wir noch nicht. Tara, don't tell the others, but you're my favorite patient. Das ist ja nett. Keine Erklärung, warum, aber Hauptsache, sie hat was Nettes gesagt. Okay, dann gehen wir mal kurz gucken. Bevor ich jetzt aber in den Wald gehe, weil das ja eh nur zwei Häuser sind, gehen wir mal kurz zur Schule. I used to think a lot about where I'd go if the ferry could sail anywhere. Now, all I see in my head is eventually coming back from wherever I go. Übrigens, den Beschleunigungszauber, den ich eigentlich machen wollte wegen den magischen Blumen, habe ich dann doch nicht gemacht, weil da brauchte man zwei von diesen seltenen, ich glaube, gelben Steinen, von diesen Edelsteinen. Und ganz ehrlich, das war mir dann zu teuer. Und ich habe mir dann gedacht, falls ich die ja mal für irgendwas anderes brauche, dann behalte ich die lieber. I can tell when people look at me, they see my dad. How could I hope to live up to him? I don't want to disappoint anyone. Keep being you, Juliet. You'll always have your parents in you, but there's so much more to you than that. Warum ist sie eigentlich immer noch nicht auf Max? Ich meine, die hat nur ein einziges verdammtes Herz, ja? Deep in thought, Vanessa. What's that, dear? Oh, I'm so sorry. How rude of me. Yes, I was just contemplating our little town and all of its secrets. Secrets? Well, that would be telling, wouldn't it? So, Vanessa, dich brauche ich auch gleich nochmal bei den Einhirnen, oder wie heißt die nochmal? We should be careful going in and out of the woods now. You never know who might be watching us. Ja, ich muss aber trotzdem jetzt mal eben dahin. Also komm gleich mit, ich brauche dich als Verstärkung. So, ich mache mich schon mal auf. Ihn hatten wir jetzt auch auf Maximum. Da sehe ich jetzt gerade so nichts da. Halt eine Alraune. Eine Alraune. Sehr geil. Da haben wir auch schon lange keine mehr bekommen. Mit Shelby hatten wir eben noch gesprochen. Der ist auch gar nicht da nebenbei. Hier haben wir nichts mehr.
Nö. Dann können wir direkt schon mal reingehen. Die Blumen nochmal gießen. Was ist mit denen? Ja, die sind auch nachher fertig. Sehr schön. Das heißt, ich kann dann heute Nacht auch nochmal hier hingehen. Warum ist das eigentlich tagsüber hier alles offen? Machen die sich da keine Gedanken drum? Ach so, ich habe die Geisterflamme jetzt gar nicht dabei. Ah, aber ich muss ja eh hier rein zum Gießen. Boah, die nerven mich wirklich hier. Blöde Mistzeugs hier. So langsam werden sie aber schon ein bisschen größer. Ich habe auch wahrscheinlich keinen... Nee, ich habe auch keinen Beschleunigungszauber drin. Schade. Aber gut, es sind noch 2 Tage mittlerweile. Ich meine, ne? Das ist dann, glaube ich, nicht so dramatisch. Ob wir die jetzt beschleunigen oder nicht. Das wäre natürlich schön. Aber ich weiß halt eben nicht, ob wir den Edelstein dann noch gebrauchen für was anderes. Also ist es mir so schon lieber, wenn ich das dann einfach so seinen Lauf lasse. So, nehmen wir da... 2 Stück. Das ist wieder aufgefüllt. Sehr schön. Ja. Achso, doch, da müssen wir dann nochmal heute Nacht hin. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles soweit erledigt. Dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt erstmal auf in Richtung Mine. Werde dann da nochmal ein bisschen nach Edelsteinen und so gucken. Weil die bin ich jetzt vorwiegend am Farmen, weil ich vielleicht mal davon selber irgendwas herstellen will. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und da sind die Mondblumen. Und ja, ich würde, glaube ich, auch nochmal mit den Leuten im Hexenzirkel sprechen. Das wäre vielleicht das Beste. Einfach nochmal eine Runde. Und ich wollte auch meinen Trank gleich nochmal kurz anwenden. The Farseer's advice may seem unclear, but if you really listen, everything he says makes sense in the end. Bet you never thought you'd be planting crops in the gloaming. I'm still not sure it's safe. Honestly, it probably isn't. Ja. Oh, Shelby's noch gar nicht da. I knew a witch once who transformed into a hawk she saw gliding majestically above her. The bird knew how to fly, but she didn't. It was a mess. Shelby, was ist los? Hä? Wo bleibt er? What would my dad say if he knew that the Coven had let a wraith slip through under my leadership? He'd probably say, this could have happened to anyone. You're probably right. But still. Also mit Shelby, das finde ich seltsam, weil der ist mir eben noch über den Weg gelaufen. Warum der jetzt nicht hier steht, wo er sonst immer ist, das finde ich ein bisschen seltsam. Komm mal mit, Violet. Wir gehen mal eben schnell hier durch. Da müssen wir auch gleich wieder was opfern. Hier würde ich das gerne machen. So, und dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Perfekt. I knew it! I knew we'd find more Echo Blossoms. Do you want to listen to it? What kind of question is that? Ever since I was a little girl, the wraiths have been getting stronger. Once when I was 10, a wraith escaped. Took over poor Mr. Gibson, and he let all his cows loose. It was funny then. Not so funny now. I heard about Mr. Gibson, but I had no idea he set his cows loose because of a wraith. What else could my mom have told me if she'd been there? I'm sorry, Violet. Don't be sorry. Coming here is the closest I've gotten to her for years. Ach so, überall, wo die Geisterflammen sind, da kann man jetzt diese Dinger anbauen, ja? Okay. Ja, ich will trotzdem hier durch. Ich muss wissen, ob ich da auch nochmal eine Echo... Ja, anscheinend ja. Looks like I'm all out of juice. Ja, ja. Okay, also ich sollte mir definitiv mehr von diesen Geisterflammen machen. Aber wir haben immerhin schon mal einen neuen Bereich. Das ist doch auch schon mal gut. Ach, ich kann ja auch Wasser nehmen. I'm all out of... I could eat some food.
Ja, ist ja gut. Ich kann kein Wasser nehmen, weil ich keine Ausdauer mehr habe. Das ist aber nicht ganz so schlimm. Schau mal hier rechts nochmal eben. War da nicht auch irgendwas? Ja, ist gut. Nerv nicht. So, hier ist nur dieser... Ach so, hier kann ich auch. Oh, das ist ja cool. Dann nehmen wir 2 Blumen. 3. Das ist dann also quasi, wie mir das unterwegs ausgeht wahrscheinlich. Kann ich das dann hier nochmal neu machen? Ja, geil. Hier sind wir ja auch schon eigentlich überall gewesen. Hier geht es nicht mehr weiter. Ich bin mir jetzt nicht so sicher. Hier unten sind wir aber auch gewesen. Das war, glaube ich, nur das kleine Stückchen, meine ich. Also auf jeden Fall links rum geht es noch weiter. Das heißt, ich würde sagen, wir konzentrieren uns erstmal darauf, links weiterzukommen. Dass wir dann da eventuell noch was finden können. Hier können wir gar nicht, ne? Nee. Moment, was war das? Ach, das war nur eine Blume. Okay. Keine Ahnung, wo Violet jetzt ist. Aber wir sind ja jetzt nicht ihr Kindermädchen. Ach, Shelby, kommst du auch mal? Lena's been worrying about her kids coming up. Even when you tell her it'll work out all right, not everyone's ready to listen. Naja, sagen wir es mal so, auf einen Wahrsager würde ich dann doch vertrauen. Aber sollte mir das irgendeiner sagen, würde ich natürlich auch nicht drauf hören. Ja, ich würde sagen, ich gehe jetzt schon mal ins Bettchen und sag schon mal tschüss, bis zur nächsten Folge. Ciao! I'm sleepy. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.